dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, Showtime, es geht weiter mit der Folge 29 in der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal, am Steuer euer Lokführer Hannibal. Die nächste Nummer heißt 153, wir machen weiter mit den der Abteilung Menschliches und Allzumenschliches, wie sich abstrahieren lässt von irgendwelchen Gefühlen und empathischen Empfindungen. Max Frisch, ein Zitat, das ich bei Otto Ulrich gefunden habe, die Technik und Herrschaft aus dem Jahre 1979. Aufhebung der Tötungshemmung durch technisches Gerät. Man sieht kein Blut, hört kein Röcheln, alles ganz sauber, alles aus einem ganz unmenschlichen Abstand, fast lustig. Ich wurde Drohnenbomber, die Joystick-Generation, fast schon lustig. Und weiter geht es mit Konrad Lorenz, einem Tierforscher, der im letzten Jahrhundert bisweilen für Aufsehen gesorgt hat mit seinem Entenvatertum oder Gänsevatertum, mit seiner Prägung, früh gänserischen Prägung. Hier heißt es, kein geistig gesunder Mensch würde auch nur auf die Hasenjagd gehen, müsste er das Wild mit Zähnen und Nägeln töten. Der Gedanke ist der, man stelle sich vor, im Supermarkt, man sieht all diese Fleischwaren, Wurstwaren und vergegenwärtige sich das lebendige Tier, ist mir jetzt... In letzter Zeit passiert es mir öfters, dass ich mir bei, also ich bin bekennender Fleischfresser, aber dass mir bei bestimmten Sachen einfällt, dass es sich dabei um so ein lebendes Tier handelt und dass mir bewusst wird, dass ich gerade dieses Tier verspeise. Und da ist mir schon bei einigen Sachen der Appetit vergangen und ich habe längere Zeit jetzt keinen Presssack mehr gekauft, weil ich da Borstenhaare finden musste. Ja, so ungefähr die Geschichte ist es hier. Kein geistig gesunder Mensch würde auch nur auf die Hasenjagd gehen. Müsste er das Wild mit Zähnen und Nägeln töten. Jetzt ist die Definition von geistiger Gesundheit eine ziemlich weite. Und ich denke mal, dass es sehr viele, Naturburschen immer noch unter den Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts gibt, die sich da einen Teufel tun und nicht mehr zur Jagd gehen. Gewissen Kulturen gehört das immer noch zum Lebensstil. Also soweit scheint das mir nicht her zu sein mit der geistigen Gesundheit. Aber dennoch gilt der Spruch, dass kaum jemand noch Fleisch essen würde, wenn ihr selber umbringen müsste. Und hier zeigt sich ganz eindeutig die Abstraktionsfähigkeit, das Abstraktionsvermögen, zu dem Menschen fähig sind. Mehr oder weniger krass, aber das gehört sozusagen zum Denkapparat dazu,
Unterschiede festzustellen oder Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten. Man könnte auch das Denken als Abstraktionstätigkeit bezeichnen. Nun gut, die Nummer 155 schlägt in dieselbe Kerbe, um Metier zu bleiben. Schusswaffen wirken in der Entfernung und erleichtern das Töten. Abstraktion durch ein Gewehr. Also die Entfernung oder das Absehen, die allein die Unaufmerksamkeit auch schon erleichtert das Töten, das fabrikmäßige Töten in Gaskammern. Man könnte sagen, dass Unmenschlichkeit eine Fehlentwicklung des Abstraktionsvermögens darstellt. Die nächste Nummer 156, es schleicht sich gerade eine Art von Nachdenklichkeit ein, die ich hoffe vermeiden zu können, denn das ist jetzt hier nicht angebracht. Da werde die Passage auch in der Nachbearbeitung etwas kürzer gestalten und komme zum nächsten Punkt, 156. Die Mediatisierung von Herrschaft durch Technik hat den Vorteil der Distanzierung, weil das Verhältnis vergegenständlicht wird, versachlicht. Also Mediatisierung im Sinne von ein Mittel dazwischenschalten. Also jetzt nicht mehr handgreiflich selber erwürgen, sondern mittels eines Werkzeugs, nehmen wir an ein Messer, jetzt mal abgesehen von jemandem, der sowieso schon über keine menschlichen Impulse mehr verfügt und am Durchdrehen ist sozusagen, der wird bei einer Tötungsabsicht mit Messer weniger da auf ein Schlachtfest abgesehen haben, sondern effektiv zustechen wollen und um dann mit der Sache nichts mehr zu tun zu haben. Das dann erledigt ist, kein großes Trara, Jammere und so weiter. Deswegen werden solche Angelegenheiten auch gern mit einer Schusswaffe erledigt. Aber anscheinend sehe ich zu viel fern. Ich denke aber dennoch, ich meine, in Amerika ist dieses Schusswaffenthema dann nochmal ein anderes. Ich denke aber dennoch, dass der Punkt an der ganzen Angelegenheit ist, glaube ich, klar geworden. Deswegen schreite ich zur nächsten Nummer 157, Alois Riehl, ein Neukantianer, möchte man sagen, kritizistischer Philosoph, schreibt in seinen philosophischen Studien aus 4 Jahrzehnten, das Denken in seinem Ursprung noch mit dem Anschauen verwachsen, löst sich vom Boden seiner Entstehung ab und gewinnt die Macht eigener Wirksamkeit. Also die Ablösung als Abstraktionsprozess, das Anschauen im Sinne von Sinnesempfindung, im Sinne von konkreter Unmittelbarkeit, vermeintlich konkreter Unmittelbarkeit, wird hier von Riehl so dargestellt, als würde sich das Denken dann erheblich unterscheiden von diesem Anschauen, beziehungsweise als würde es einen widerspruchsfreien Übergang vom Anschauen qua Abstraktion ins Denken gehen, eben was natürlich nicht so akzeptiert werden kann. In diesem Denken wird dann der höchste, vergleichsweise höchste Grad an Abstraktion erreicht und gewinnt die Macht eigener Wirksamkeit. Also
unabhängig von den Empfindungen gibt es dann Menschen, die so eingeschworene Rationalisten, die in jedem Fall davon überzeugt sind, dass die Vernunft und das, was ein klarer Verstand mittels logischer Regeln da als Resultat zustande bringt, unter allen Umständen durchgesetzt werden muss. Und sowas ist natürlich fatal, wenn man nicht begreift, dass die Worte nicht nur in einem inzuchtmäßigen Betrieb gegenseitig voneinander abhängig sind, sondern dass es eben auf die Verbindung von Realität, sogenannter Realität und dem Gedanken ankommt. Also zwischen dem, was Sache ist, oder noch neutraler formuliert, dem, was nicht ich ist, und dem Subjekt selbst. Wobei immer festzustellen ist, dass eben diese Sache, das Wort Sache wie das Wort Realität, nur ein Platzhalter ist für ein X, ein Unbekanntes, von dem an sich nichts erkenntnismäßig ausgesagt werden kann. Also diese Sachen werden in einem bloß rein erkenntnistechnischen Sinn nicht begriffen. Sowas, die Verbindung von Wort und dieser Sache, also die Sache lässt sich im Grunde nur mittels einer Intention, mittels eines Interesses, eines Zwecks im Vergleich zu diesem Zweck definieren und dann auch benennen, und macht ohne ein Interesse keinen Sinn. Also ist jede Bezeichnung, die auf einer aus der Luft gegriffenen Allgemeingültigkeit beruht, nicht nur eine Dummheit oder eine Idiotie, sondern auch ein Schwindel, ein Betrug, im schlimmsten Fall ansonsten eine Fahrlässigkeit, eine grobe Fahrlässigkeit, eine Ignoranz gegenüber sehr vielen Hinweisen skeptischer Natur oder auch kritizistischer Natur, auch erkenntnistheoretischer Natur. Es gibt 1070 Gründe, die gegen eine logische Allgemeingültigkeit sprechen. Und dass diesen Gründen in ihrer Konsequenz nicht nachgegangen wird, dass diese Gründe nicht verfolgt werden, hat einen, der Grund dafür ist ein anderweitiges Machtinteresse, weil Allgemeingültigkeit Macht darstellt. Und aufgrund dieser logischen Allgemeingültigkeit wurde in der Vergangenheit sehr viel Macht praktiziert und Verhältnisse geschaffen, die eigentlich alle revidiert werden müssen, reformiert werden müssen, auf Reset gesetzt, was es die Rechtsprechung betrifft oder überhaupt die Auffassung der sogenannten Realität, die Weltanschauung der Menschen. Da ist sehr vieles grundsätzlich falsch gelaufen. Und man muss kein großer Philosoph sein und auch kein Schnelldenker und auch nicht der schärfste Logiker aller Zeiten, um zu begreifen, dass die Versäumnisse, die jetzt sehr offensichtlich sind, Versäumnisse in Bezug auf den Umgang mit der Natur, Versäumnisse in Bezug auf Erziehung und Bildung, was letzten Generationen angeht und was auch noch auf die nächsten Generationen
Auswirkungen hat, dass die einfachsten Bildungs-, Allgemeinplätze nicht mehr, dieses Niveau nicht mehr erreicht wird. Das sind alle Angelegenheiten, wo Bildung eine Rolle spielt, also der Rechtsruck in der letzten 30 Jahre, kann man sagen, das geht alles auf Versäumnisse derjenigen zurück, die gemeint haben, in Sachen Wissenschaftstheorie oder Erkenntnistheorie, Erkenntniskritik, Ideologiekritik, sich ein gewisses Maß an Ignoranz leisten zu können, weil ja alles läuft. Seit der Studentenbewegung ist ja alles in Butter sozusagen. Und die ehemaligen Revolutionäre, die haben sich jetzt, sitzen jetzt auf allen Stühlen, von denen sie vorher nichts wissen wollten, und agieren im Grunde genommen auch nicht anders als Generationen zuvor, sind auf den im Vergleich zu anderen eigenen Wohlstand, auf das eigene Auskommen, auf die eigene Sicherheit bedacht und haben sich ein gewisses öffentliches vor dem Mikrofon reden angewöhnt, das auch wieder Allgemeinheiten anspricht. Da ist sehr viel im Argen, aber es hat auch gar keinen Sinn, da irgendwas zu kritisieren, wenn nicht das Augenmerk auf so grundsätzliche Bewusstseinsangelegenheiten, jetzt psychologischer, wahrnehmungspsychologischer und auch denkpsychologischer, weniger logischer Art, sondern es bedarf im Grunde genommen einer massenhaften Psychotherapie der normalen Bevölkerung, die eine ganz andere, auf von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen, die Erziehung und Bildung zu bekannt gemacht werden muss, diese Leute. Das war jetzt wieder meine Rede zum nächsten Parteitag als kommender Bildungsminister von Ost-West-Mosel. Die Nummer 158, ein kurzer Zwischenstopp, 7 Minuten habe ich noch. Einen gegebenen Komplex von Mannigfaltigkeit als eine Einheit denken und diese Einheit auf einen bestimmten Erfolg beziehen. Das ist das Geheimnis der Abstraktion. Von dem abgesehen, dass es diese Mannigfaltigkeit mit dieser Formel, mit dieser Formulierung wird gern der Eindruck erweckt, als hätte man es hier mit einem Gegebenen zu tun. Aber das Gegebene ist noch, liegt noch unter dieser Beobachtung, sage ich, ist es gar nicht, das ist ein Urteil. Da hat jemand das, was ihm sinnesmäßig so vor Augen kommt, als vieles beurteilt. Das muss aber nicht sein. Man kann das Ganze auch als ganz große Abstraktion, als eines betrachten. Als das eine, weil die höchste aller Abstraktionen, das eine an sich, macht schon wieder keinen Sinn, weil es davon keine Unterscheidungen geben kann. Also es kann auch keinen Verstand geben, der da irgendein eines feststellt. Aber ansonsten trifft die Geschichte ganz gut, bis auf das eben nichts gegeben ist. Aber es werden Einheiten geschaffen. Das ist die von Kant, der die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, auf die sogenannte synthetische Leistung, eben der analytischen, das Auseinandernehmen, die synthetische. Und die synthetische, zu dieser synthetischen Leistung gehört
der Begriffsbildungsprozess, von dem Paul Nathorp gesagt hat, dass es sich hier um den Urquell aller Logik handelt oder so ähnlich. Da sei ich jetzt nicht mehr offen. Als nächstes auf den Gleichsatzseiten. Ich sage das deshalb, weil auf den Gleichsatzseiten die nächste Veröffentlichung ist von Paul Nathorp, und zwar der Paragraph 14 seiner Grundlagen einer exakten Wissenschaft. Und hier wird von ihm das Wissenschaftliche logisch auseinandergelegt, weswegen es keine Tatsachen gibt, in dem Sinne, es nur unvollendete Tatsachen gibt. Aber das nur nebenbei, wen es interessiert, gleichsatz.de, dann auf den Neu-Knopf drücken, der immer blinkt, und schon ist man auf den neuesten Veröffentlichungen der letzten Wochen. Ja, also diese Einheit, eine Einheit denken, diese Einheit auf einen bestimmten Erfolg beziehen, das muss ich jetzt auch schon wieder korrigieren, weil diese Einheit denken schon, da schon der bestimmte Erfolg mit dabei ist, also eine Intention, ein Interesse, das immer auch ein Machtinteresse ist. Also wenn man so will, wer hier am Begriffsbildungsprozess der Urquell aller subjektiven Macht bzw. Macht des Subjekts, die in der Begriffsbildung besteht, und um jetzt oberflächlichen Einwürfen vorzugreifen, diese Macht der Begriffsbildung beinhaltet nicht aus einem Schnürsenkel einen Elefanten machen zu können. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt genug Spielraum durch ein größeres Bewusstsein, um in der einen oder anderen oft wichtigen Angelegenheit auch eine Wahl zu haben und seine Vorstellungen dementsprechend dann auch lenken zu können, beziehungsweise seine Urteilskraft zielführend einsetzen zu können. Das Geheimnis der Abstraktion hätte ich diese Trilogie auch nennen können. Das Geheimnis der Abstraktion. Und alle, die jetzt bis in die 29. Folge durchgehalten haben, sind mehr oder weniger eingeweiht in das Geheimnis der Abstraktion und werden jedes Mal, wenn jetzt irgendwo dann in ihrem täglichen Leben, wenn sie mit dem Begriff Abstraktion konfrontiert werden, vielleicht sogar im täglichen Umgang, je nachdem, welche Bildungsschicht jetzt hier am Start ist, dann wird deren Bewusstsein ein ganz anderes sein. Beziehungsweise beim Hören dieses Begriffs wird eine ganz bestimmte Seite ihres Bewusstseins angeschlagen, die sie zurückerinnern wird an die Stunden, die auf dem Gleichsatzkanal verbracht wurden, bei Pizza und starkem Kaffee. Meine Zeit ist abgelaufen. Hier dieser Mittelpunkt, wenn ich so sagen darf, bezeichnet einen Abschnitt eines größeren Abschnitts, einer größeren Zusammenfassung, schaut so aus als keine Ahnung, und ist mir jetzt zwei Nummern zuvor der Sprit ausgegangen. Wäre jetzt irgendwie runder, ästhetischer, hätte ich das alles noch zum jetzt hier genau am Punkt jetzt und mit der Nummer 30 dann ein neues Kapitel aufschlagen.
Aber es hat nicht sollen sein, und dass ich das jetzt durchpeitsche, komme, was das wolle, was da wolle, das muss jetzt auch nicht sein. Und deswegen heißt es Peace, Peace und Out.